Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video von dem Havit i95 Bluetooth-Headset. Das ist jetzt die Verpackung, die zu ist, die kommt in die Verlosung, und hier haben wir dann halt die Verpackung, die wir gerade ausgepackt haben. Wer an der Verlosung teilnehmen will, einfach einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Aus den Kommentaren werde ich jemanden auslosen und werde auf diesen Kommentar antworten. Und dann muss er mir, man kann ja nicht mehr privat schreiben bei PlayStation, oh Gott, bei YouTube, das geht ja nicht mehr. Dann werde ich schreiben, du hast gewonnen, und was du machen musst, also beobachtet eure Kommentare, weil das sieht man ja, hey, da hat jemand auf deinen Kommentar geantwortet oder so. Haltet das im Blickfeld, und ja, dann wünsche ich euch erstmal allen viel Glück dabei. Also von allen, die unter einen Kommentar schreiben, werde ich verlosen. Ich könnte jetzt sagen, natürlich einen Daumen hoch wäre natürlich schön und ein Abo wäre nicht schlecht. Aber egal, alle, die kommentieren. So, und jetzt werden wir auch erstmal anfangen. Wir gucken uns erstmal, ich mache euch erstmal nach unten. Ich zeige euch erstmal nochmal, wie im Unboxing, was damit bei war. Wir haben Ersatzgummiteile für das Headset. Wir haben eine Anleitung in Deutsch, Englisch, Chinesisch, Portugiesisch und Französisch, glaube ich, auch. Dann haben wir hier noch so gut oder nicht gut, also like oder nicht like, mit Kontaktdaten. Dann haben wir einen USB zu Mini-USB zum Laden der Basisstation, und die einzelne Basisstation haben wir hier. Da sind die Kopfhörer jetzt schon drin, die sind halt noch mit Magneten. Hier ist der USB-Anschluss dafür, mehr ist hier auch nichts dran. Also hier steht nur Havit, ja, also hier öffnet man es. Hier seht ihr das Laden, nichts, gar nichts, das wäre weiter, sonst hier nur nochmal da. Und aufmachen tun wir sie denn hier, und da sind sie dann auch drinne. Und die halten mit Magneten, also da braucht ihr keine Angst haben. So, hier steht auch dran, das finde ich sehr gut, das habe ich vergessen euch zu sagen, hier diese beiden Nippel, da steht rechts und da steht links. Dass man, wenn man aufmacht, gleich weiß, das ist der für rechts, das ist der für links. Finde ich sehr, sehr positiv. So, ich muss jetzt erstmal Bluetooth anmachen. So. Und dann nehmen wir mal den. Hoppala. Die sind wirklich ganz klein und schnucklig. Nehmen wir die Beden mal raus. So, und die leuchten dann hier. Die perlen sich dann. Hier ist auch noch Schutzfolie drauf. Ich werde bei meinem die Schutzfolie drauf lassen. Und hier ist, das kommt dann ins Ohr. Da ist es so zum Laden. Die sind wirklich nicht groß. Ganz klein und schnucklig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Havit wird mir auch gleich angezeigt. So, da drücken wir drauf. Wir sind verbunden. So, jetzt mache ich mir die einfach mal hier, warte mal, rechts, links. So. Ich weiß gar nicht, wie man die ins Ohr steckt, dass sie auch halten. Ich stopp mir die jetzt einfach mal so irgendwie rein. So. Ich mag ja die In-Ear-Dinger nicht. Also rechts hält er gut, links fällt er jetzt schon wieder raus. Die In-Ear-Dinger sind immer so eine Sache bei mir. Steht hier auch drauf. Hier steht auch übrigens drauf, links und rechts. So. 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 Jetzt werden wir erstmal. Ne, links fällt es mir immer wieder raus. Das ist wieder das Typische, was ich habe mit den In-Ear-Teilen. So. So. Müssen die irgendwie nach oben, oder wie müssen die? Na, machen wir mal nach oben. Ah, den habe ich ja auch nach oben gemacht, genau. So, mal gucken. So, startet auch schon Musik von Spotify. Ich hab aus Versehen was gedrückt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich gehe jetzt auf Musik drauf. Ich mache euch mal nach oben, damit ihr das seht. Ich habe die jetzt im Ohr. So.
Musik, 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 Musik. Anrufen werden wir auch gleich noch. Musik. Auf dem Gerät, Interpret. Und da gehen wir auf Nemesis. So, nehme ich jetzt erstmal alte Wunden. Ich spule mal ein Stück vor. Der Klang ist echt gut. Finde ich jetzt so. Ich mach mal lauter. Das ist jetzt das Lauteste. Kann ich die auch noch lauter machen? Ich glaube, ich muss doch mal das Foliezeug abmachen. So. Ach so, jetzt habe ich Alexa hier angemacht. So, jetzt brauche ich doch mal die Anleitung, dass ich weiß, wo man hier was steuert. Aber die ist wirklich sehr, sehr klein geschrieben. So, 2 und 3. Berührungssensor ist der da und 3 ist die LED-Anzeige. Okay, also der Berührungssensor ist hier. Sensoren sind Bauelemente oder Schaltungen, die Jetzt die geht Aufgabe mein haben, Google ein los. nicht elektrisches So. Eingangssignal in ein elektrisches Ausgangssignal umzuwandeln. Wartet mal. Achso, das wird wahrscheinlich sein, so wie bei den anderen. Ja. Okay. Der hat an den eine ist Plus, das an also Play, das andere ist Stopp. Ich mach so es noch mal. Ja, weil die so klein sind, sind die für dicke Hände jetzt ein bisschen unpraktisch. Jetzt muss ja auch irgendwo ersteht stehen. So, Grundfunktion. Einschalten. Schalten Sie Bluetooth, Pairing. So, Hinweis ausschalten. Eingehende Anrufe annehmen, Musik abspielen. Schlüssel für Siri. Tippen Sie einmal auf der rechten Seite, um Sprachaufzeichnung zu aktivieren. Test 1, 2. Warte. Google. Okay, Google. Ah, springt auch an. Gut. Also einmal und dann springt Google an. Ich teste das jetzt nochmal. Macht sich besser, wenn ich es in der Hand halte. Ja, ich so dicke, fette Finger habe. Okay, Google, was machst du? Okay, es geht. Wirkung durch eine verursachende Okay, Kraft Google. bewirkte Veränderung, Beeinflussung bewirktes Ergebnis. Google springt aber auch so an, wenn ich sage einfach so, okay Google. Also Google springt auch so an, das ist wahrscheinlich nur für Siri, für iOS oder Teil des Android-Gerätes. Hier steht zwar Teil des Android-Gerätes, aber ich brauche einfach nur sagen, okay Google. Und dann springt das hier auch an. Also wenn es gerade in dem Modus ist, okay Google.
Gut. Eingehende Anrufe, Anruf beenden, Musik spielen. So, Wiedergabepause. Tippen Sie zweimal auf der linken Seite, Schrägstrich rechts. Ah, okay, zweimal ist es. Ich mache mein nächstes Lied. Geht. Zeige ich euch auch. Nicht, dass er sagt, hier geht nicht und so, da seht ihr das, das läuft. Und jetzt tippe ich hier zweimal. Na, jetzt habe ich daneben getippt. Und schon geht's weiter, wartet. Da seht ihr auch, dass es weitergeht. So, also das funktioniert super. So, gedrückt zum vorigen Titel. Also ich soll auf der, halten Sie auf der rechten Seite gedrückt zum nächsten Titel. Das funktioniert auch. So, zeige euch das jetzt einfach nur mit dem rechten, weil den halte ich jetzt in der Hand. So, da seht ihr auch, da läuft und oben seht ihr den Titel. Zack, und ich drücke hier halt nur einmal und halt gedrückt. So, das haben wir. Also extra lauter machen kann ich jetzt hier nicht. Also laut ist wirklich nur durchs Handy. Ja, geht. So, also muss man dann irgendwie so ins Ohr stoppen. Funktioniert super. Pause. Gut, also das funktioniert. Google sagt, das freut mich. Was war das? Genau. So, dann werden wir jetzt mal den Marc anrufen. So, Musik habe ich jetzt ausgemacht. So, dann rufen wir mal den Marc an. In der Zeit kann ich euch mal zeigen, was hier noch für Dinger in der Tüte mit bei sind. Wir haben hier zweimal dann noch die großen mit bei und zweimal kleine. Einen wunderschönen. Hörst du mich? Hörst du mich gut? Ein bisschen basslastig, das ist, weil ich so eine männliche Stimme habe. Also du verstehst mich gut, aber ich bin etwas basslastig. Also Marc versteht mich gut, sagt er. Meine Stimme ist nur basslastig. Und wir hatten ja eben schon über Handy normal telefoniert und habe ihn darauf vorbereitet, dass ich ihn anrufen werde, dass er auch Zeit hat und dass er auch da ist. So, aber ich verstehe den Marc sehr gut. Sag mal was. Ja, also ich verstehe ihn sehr gut. Ein bisschen hell, aber ja, sehr gut. Und solange er mich hören kann, ist doch egal, ob ich basslastig bin. Hauptsache, man hört mich, oder? Ist es doll basslastig oder nur ein bisschen basslastig? Nur ein bisschen. Also er sagt, man hört, dass man merkt, dass ich ein Headset anhabe. Also nicht direkt mit dem Telefon telefoniere. Mit den Hintergrundgeräuschen raus und filtern. Ja, das können wir, das werde ich dann in die Videobeschreibung schreiben.
Das kann ich jetzt mit Kamera schlecht machen. Ich würde dann auf den Balkon gehen, aber Straße haben wir hier nicht direkt. Das werden wir auch auf jeden Fall noch machen. Ja, das ist ganz gut. Also Marc versteht mich. Gut. Gut, ich danke dir, Marc, fürs Testen. Wir testen dann bei Gelegenheit nochmal mit den Hintergrundgeräuschen. Okay, dann bis dann, Marc. Tschüss. Bis später. Das war jetzt Google, bis später, warum auch immer. Also, Marc sagt, man versteht mich sehr gut. Man merkt aber, dass ich ein Headset auf habe. Das ist ein bisschen basslastig. Mit dem Berühren habe ich noch so meine Probleme, weil die so klein sind. Und ich so dicke, fette Pfoten habe. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das wirklich super hin, dass man da das vernünftig bedienen kann. Ich zeige euch jetzt noch, wie die denn hier reinkommen. So. Ich werde das mal... Ach so, jetzt hat Heik aus Versehen Google ausgelöst. So. So, und wie gesagt, hier steht ja rechts und links drauf. Ihr könnt dann hier hinten rauf gucken, was jetzt rechts und was jetzt links ist. Aber hier zum Beispiel, das ist jetzt der rechte. Und hier steht auch rechts. Ich gucke nochmal nach. Ja, hier steht rechts. So passt da. Logischerweise, wenn ich den jetzt hier reinmache, passt da nicht. Also, zack. Zack. Also, das reicht eigentlich, wenn ihr braucht die nicht mal so... Wartet, eben hat es geklappt. Hoppala. Die Magneten sind eigentlich stark genug. Na, jetzt habe ich mich verzogen. Zack. Zack. Und dann leuchten die auch so. Können wir zumachen, können wir eine Handtasche packen, Bauchtasche oder was weiß ich. Und wenn wir sie brauchen, holen wir sie raus oder am Handschuhfach oder so. Und wenn wir sie brauchen, nehmen wir sie einfach raus und stecken sie uns an die Ohren. Funktioniert super. Musik ist Stereo. Ich habe Marc auch eben Stereo gehört. Das ist nicht bei allen Kopfhörern so. Bei den meisten ist es eigentlich so, wenn man dann in ein Gespräch geht, dann hat man nur noch auf einem Ton. Ich hatte jetzt Marc auf beiden drauf. Also ich habe ihn sehr gut verstanden dadurch. Bei diesen billig iPod-Klon-Dingern, da funktioniert auch nur eine Seite. Und da habe ich momentan auch mit meinen total Probleme beim Laden. Die laden ewig, halten nicht lange vom Akku. Ich bin mal gespannt, wie die hier halten vom Akku. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Aber auf jeden Fall, ja, funktioniert's. Laden einfach dann, ich mache jetzt mal nicht den Stromkabel extra ab. Laden tut er dann einfach, wenn er das hier ran macht. So. Ist auch fest. Ja? Und dann das in eine Steckdose oder in USB-Wandadapter oder wenn ihr eine Steckdose mit USB habt, drin und dann einfach laden. So, dann packen wir die mal hier kurz wieder rein und das hier unten alles rein, dass ich das hier verstauen kann, damit auf dem Tisch hier nicht so eine Unordnung ist. Ich werde die jetzt in der nächsten Zeit testen. Ich werde die mit Marc auf jeden Fall auch noch testen. Wir wollen, wie gesagt, noch die Umgebungsgeräusche gucken, wie die rausgefiltert werden. Und ich halte da euch natürlich auf dem Laufenden. Und wie gesagt, ihr könnt die gleichen Headsets, also das ist genau das Gleiche, bloß mit einer anderen Verpackung, könnt ihr gewinnen. Seht ihr auch, dass sie genau die gleichen sind? Ich halte nochmal die Bienenbilder hin. Dann könnt ihr das sehen. Hier steht Harvit drauf, steht aber bei mir nicht wirklich drauf. Also hier steht Harvit drauf, steht aber nicht drauf. Seht ihr, habt ihr ja gesehen. Und hier genau die gleichen. Also da ist kein Unterschied. Die lasse ich auch verpackt. Ich werde die jetzt nicht auspacken, um euch das zu zeigen. Hier seht ihr, hier ist noch Kleber drum. Da und da auch. Sieht man es? Die lasse ich so und die gehen dann raus an euch. Die werden verschenkt. Wie gesagt, um diese zu bekommen, einfach einen Kommentar unter das Video schreiben. Ich bin jetzt nicht so wie die meisten anderen, die dann einfach sagen, ihr müsst mich abonnieren und liken. Das kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Und welcher YouTuber das sagt, der lügt. Er kann nicht nachvollziehen, du hast mich geliked, du hast mir ein Abo dagelassen. Doch, Abo kann man sehen, wenn die Abos öffentlich sind. Also da werde ich natürlich auch gucken, weil das soll ja für meine Abonnenten sein und ich will jetzt nicht einfach ein Gewinnspiel machen, um mehr Abonnenten zu kriegen. Da gucke ich dann auch nach, ob abonniert wurde. Und
Einfach einen Kommentar. Und dann achtet bitte drauf, ich werde dann von den Kommentaren mit einem Zufallsgenerator, der bei mir bei YouTube mit drin ist, einen Kommentar auslosen. Und den Kommentar werde ich dann beantworten. Der kriegt dann von mir eine Nachricht, hey, du hast gewonnen, mach dies oder jenes. Also entweder schreib mir ein PSL, schreib mir eine E-Mail an die und die Adresse oder da und da ist das Formular, füll das aus und dann schicke ich es dir zu oder was weiß ich, da habe ich mir noch keinen Plan gemacht, darauf werde ich dann antworten. Und dann muss diejenige Person das dann halt machen und dann kriegt sie auch die Kopfhörer. Also denk mal 2 Wochen, also ab Veröffentlichung vom Video 2 Wochen, habt ihr Zeit. Ich guck mal, ich werde heute das Video gleich bearbeiten, heute ist Samstag. Mit Glück kommt es, sagen wir mal, am 28. online. Das ist eine Woche, das ist die zweite Woche. Machen wir bis zum 11. November. Also bis zum 11. November habt ihr Zeit. Ab dem 12. November am 12. November werde ich Kommentare aussortieren. Also einen auswählen, wer die dann bekommt. Oder am 11. abends denn. Das weiß ich noch nicht, wie es zeitlich alles hinhaut. Beziehungsweise 12. frühst nach dem Stream denn, wenn ich da lange streamen sollte. Und dann wünsche ich euch erstmal allen viel Erfolg. Leider habe ich nur ein paar. Ich kann nur ein paar verlosen. Ich hoffe, es freut euch trotzdem. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst mir doch ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.